Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill.
Mit einer rasanten Neuvorstellung aus England startet eine neue Ausgabe von Extra Chill. Wir hörten den Track Blue von Jimmy Neas aus Oxford. Eine erste Auswahl aus dem Album Possibilities, das vor kurzem bei C-Recordings veröffentlicht wurde. Download eben da unter crecordings.bandcamp.com und beim Digitalanbieter eurer Wahl. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja, heute am 15. Februar 2024. Glücklicherweise, aus meiner Sicht, für die ganzen eingefleischten Jecken hier im Rheinland und anderswo, war allerdings gestern ein Trauertag. Nun ist der Nubbel mal wieder verbrannt und die Pappnasen im Schrank verstaut. Bis November. Über meine Reise in die Ardennen kann ich erst in der nächsten Episode berichten, denn diese 409. Episode wurde, aus terminlichen Gründen, noch vor meiner Abreise nach Belgien produziert. Nach zwei Folgen mit einem Viererset erlebt ihr heute eine Playliste mit zwei flotten Dreiern im Zentrum des Geschehens. Der erste verbindet Ambient mit Lo-Fi Electronica und der zweite setzt Dub-Techno und Minimal House gekonnt in Szene. Wobei der jeweils dritte Teilnehmer ein Neuzugang zur großen internationalen Extra-Chill-Familie ist. Wir beginnen mit einem Dreamteam der Ambient-Musik mit Heaven Court und Amanita Faloides, zwei russische Künstler, die regelmäßig zusammenarbeiten, wie aktuell für das Album When You Feel Sad, Remember Me, erschienen beim Label Secret Domain. Das Stück Find Your Place werde ich gleich daraus vorstellen, ein Beweis, dass gute Ambient-Tracks nicht immer epische Ausmaße brauchen, um zu funktionieren. Im Anschluss besucht uns ein Urgestein meines Podcasts, Andrea Briasco aus Italien, kennen wir seit Episode 161 unter dem Namen Brioschi. Noch im alten Jahr erschien beim Kavi Collective die Compilation Action Figures Not Included und Andrea stellte dafür sein Stück All That You Can't Leave Behind zur Verfügung. Es folgt die angekündigte Neuvorstellung, die zweite von insgesamt drei in dieser Ausgabe. Voidshade heißt das Projekt mit Sitz in Stockholm und bei MOR Records veröffentlichte es eine kleine EP mit dem Titel Was It All in a Dream? Und daraus hören wir gleich das Titelstück. Viel Spaß! Thank you.
Oh.
Pop aus Schweden. Wir hörten das starke Debüt von Void Shades, das Titelstück der Was It All in a Dream EP. Kaufbar unter morrecords.bandcamp.com und vielen weiteren Anbietern im Netz. Davor besuchte uns Brioski mit seinem Stück All That You Can't Leave Behind aus der Compilation Action Figures Not Included. Also irgendwie ist die heutige Episode ein unfreiwilliges Special der langen Titelnamen. Download für lau oder besser gegen eine Spende unter kavicollective.bandcamp.com. Und zu Beginn entspannten uns Heaven Court und Amanita Faloides mit ihrer Ambient-Perle Find Your Place. Eine Single-Auskopplung aus dem Longplayer When You Feel Sad, Remember Me. Auch den gibt es gegen eine Spende unter secretsdomainlabel.bandcamp.com.
Der zweite Dreier wird jetzt deutlich flotter, denn wir streifen den Minimal House und Dub Techno Sektor. Den Anfang macht ein Gast aus Japan, den wir bereits gut kennen, denn Yoshinori Noguchi aus Yokohama ist uns unter dem Namen Silent Wave spätestens seit Episode 379 ein Begriff. Minimalismus prägt seine Musik, wie man nun auf seinem ersten Album für das deutsche Netlabel Odrex Music erleben kann. Es heißt Moon City und auch der Titel klingt nach Science Fiction, denn der Künstler lädt uns ein zum Space Dinner. Lange Zeit haben wir nichts mehr gehört vom Extra-Chill-Künstler des Jahres 2022 von Tadeusz Jatkiewicz, den wir unter anderem unter dem Namen Akmuo kennen. Nun ist der Litauer zurück in meiner Show und er hat sein neues Album Reali B mit dabei, das bei Cold Tear Records erschienen ist. Das Wort Reali B, ich hoffe mal wieder, dass ich das richtig ausspreche, bedeutet Wirklichkeit und alle Titel des Albums heißen so. Ich habe mich für die fünfte Realität entschieden. Fehlt nur noch das Stück, das dieses Set zum Dreier macht und gleichzeitig die dritte und letzte Neuvorstellung dieser Episode ist. Luke Sampson kommt aus Johannesburg und wohl deshalb heißt sein Solo-Projekt Filter ZA. ZA als Abkürzung für Südafrika. Beim Label Deep Wit Recordings stöberte ich seine Fibonacci-EP auf. Ursprünglich erschien dieser Track auf einer Compilation des Labels im vergangenen Herbst, nun noch einmal als EP mit diversen Remixen und einen davon spiele ich gleich. Wir hören den Sarandab Remix des Titelstücks.
Thank you.
Coole Nummer. Das war das Debüt von Filter ZA mit dem Sarandab Remix seines Stücks Fibonacci. Übrigens ein Begriff aus der Mathematik. Eine Zahlenfolge, mit der Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert Populationsberechnungen durchgeführt haben soll. So viel zum Bildungsauftrag von Extra Chill. Wer nur an der Musik interessiert ist, findet die EP unter deepwitrecordings.bandcamp.com. In der Mitte des Dreiers kehrte Agmuo in meine Show zurück mit dem Stück Reali B5 aus dem gleichnamigen Album. Kaufbar überall, doch besser unter coldtierrecords.bandcamp.com. Und das Set begann mit einem Space Dinner von Silent Wave aus Japan. Der Download des dazugehörigen Albums gelingt unter der Adresse odrexmusic.bandcamp.com. Denkt daran, meine Homepage extrachillpodcast.de zu besuchen, wenn ihr die Infos und Links zu dieser und den bisherigen Folgen von Extra Chill abrufen möchtet. Denn die Shownotes liefern euch dort alles, was ihr braucht. Und mehr. Denn der Webplayer erlaubt nicht nur das Anhören meines Podcasts, sondern dank der Kapitelfunktion auch schnelles Navigieren innerhalb der einzelnen Episoden. In den Shownotes gibt es auch Links zu den Apps, um Extra Chill bequem abonnieren zu können, sowie PayPal-Knöpfe, um mich bei meiner Arbeit finanziell zu unterstützen. Macht mich auf Podsafe Musik aufmerksam unter soundcloud.com/extrachill und schickt Lob und Kritik an extrachillpodcast@gmail.com. Am Ende dieser tollen Ausgabe schließt sich der Kreis, denn wir kehren noch einmal zu C-Recordings und seinen Drum-and-Bass-Künstlern zurück. Das polnische Solo-Projekt Wojtek ist eine feste Größe des Labels und war schon mehrfach bei Extra Chill zu hören. Nun liegt ein neues Album vor, es heißt Cyber Attack und ich spiele daraus gleich als Rauschmeißer das Stück Under the Stars. Zuvor nehme ich jedoch Abschied von euch, ihr Lieben. Wir hören uns wieder in knapp 14 Tagen, denn am 1. März erscheint Episode 410. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Jetzt aber Drum and Bass mit Gesang. Wir hören Under the Stars von Wojtek. Download unter crecordings.bandcamp.com. Bitte unterstützt den Künstler und das Label mit dem Kauf der Musik.